Mahlzeit Leute, was geht ab? Ich bin's wieder Ole. Wir sind hier immer noch an dem schönen Spot. Man hat einen netten Hintergrund. Es hat geschneit, es ist noch Winter geworden in Deutschland, was ich sehr, sehr gut finde. Und heute zeige ich euch, wie ich an meinem Audi hier Fehler auslese. Das könnt ihr aber auch an jedem anderen Auto machen, egal ob VW oder Peugeot oder Renault oder was auch immer. Mit diesem Gerät, das nennt sich Autodia SX45 Pro. Das verlinke ich auch in der Beschreibung. Kann man die meisten Fehler eigentlich auslesen, die das Auto so auswerfen kann. Das Gerät hier hat die Funktion, dass man bei allen VAG-Fahrzeugen ab 2002 oder 2003, glaube ich, auch eine VW-Tiefendiagnose machen kann. Das heißt, ich habe noch ein paar Steuergeräte mehr, die ich hiermit ansteuern kann. Das Ganze läuft über den normalen OBD2-Anschluss, wie man das auch von allen anderen Geräten kennt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es ist, das Teil hier zu bedienen. Ich habe mir das mal gekauft, glaube ich, für 40 Euro oder so. Und ich denke, man kann damit sehr schnell sehr viel Geld sparen, wenn man mal Kleinigkeiten hat, dass mal ein Steuergerät ausfällt oder dass vielleicht ein Motor irgendwie von der Stellklappe in der Klimaanlage oder so hängt, von der Lüftung. Da kann man auf jeden Fall schon viel Geld sparen, weil man das damit eben lokalisieren kann. Man kann damit den Fehler auch zurücksetzen oder auch zumindest überhaupt erstmal reingucken, wo der Fehler liegt und was für ein Ersatzteil man eventuell braucht und mit sich das dann ja auch vielleicht gebraucht besorgen. Dann komm mal eben mit. Erstmal hier der OBD2-Anschluss ist bei den meisten Autos zumindest hier unten. Relativ weit unten versteckt. So. Hier steht jetzt, schalten Sie bitte die Zündung ein. Schalten wir auch mal die Zündung ein. So, wir haben jetzt hier die VAG-Diagnose, die OBD2-Diagnose. Wir können hier den Kontrast einstellen. Ich mache mal eben die Klimaanlage einmal aus. So. Wir können hier noch was zu Geräteinformationen erhalten und so weiter. Und wenn wir jetzt einfach mal hier, ich habe ja ein VAG-Fahrzeug, auf die VAG-Diagnose gehen, können wir hier sehen, allgemeine Systeme, alle Systeme. Wir können die Inspektion, also den Service zurücksetzen. Wir können auch die Drosselklappe anpassen bzw. annähern. Wir haben was zu den Bremsbelägen. Wenn wir jetzt einfach mal auf das allgemeine System gehen, verbindet er sich. Ist leider manchmal etwas langsam. Wir können hier die Motorsteuergeräte auslesen. Wir können was zu den Bremsen, Lenkwinkelsensoren und so weiter. Also wir haben eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Auch immer davor mit einer Nummerierung. Wenn wir jetzt mal auf alle Systeme gehen, dann haben wir die vollständige Liste. Weiter mit Enter. So, und dann ist es von hier im Prinzip durchnummeriert, was man alles haben kann. Also da werden auch Sachen angezeigt, die in deinem Auto nicht verbaut sind. Zum Beispiel habe ich jetzt beispielsweise keine Dieselpumpe, ich habe einen Benziner, ist klar, ist trotzdem mit gelistet, kann man halt nur nicht anwählen dann, also macht keinen Sinn. Und wenn man jetzt einfach die Fehler auslesen möchte, dann kann man zum Beispiel hier auch auf die normale OBD2-Diagnose gehen, wenn man jetzt kein VAG-Fahrzeug hat. Dann verbindet er sich kurz, lädt einmal hier das Protokoll, die ISO 9141-2. Das ist nämlich das OBD2-Protokoll. Ja, jetzt dauert das einen Moment. So, jetzt können wir hier einmal die Fahrgestellnummer anzeigen lassen, das Systemprotokoll anzeigen lassen und alle Fehlermeldungen einmal anzeigen. Ich habe jetzt keine Fehler, genauso wie es sein sollte. Wenn ihr welche hättet, würden die hier angezeigt werden. Und man kann eben auch hier die Fehlermeldungen löschen. Man muss dazu sagen, Fehler reparieren sich nicht davon, dass man sie löscht. Das wisst ihr vielleicht. Man sollte also, wenn da Fehler sind, auch dem Ganzen mal nachgehen. So einfach ist es, Fehler auszulesen mit diesem Gerät. Wie gesagt, funktioniert sowohl für Diesel- als auch Benzinfahrzeuge. Ungefähr ab Baujahr, ich glaube bei Benzin schon ab Baujahr 98. Das müsst ihr mal gucken, was in der Beschreibung steht von dem Gerät. Wie gesagt, ich habe das verlinkt. Ich kann das sehr empfehlen, das kann man sich auch wunderbar ins Handschuhfach legen. Funktioniert eben Spannungsversorgung über die normale Spannung vom Auto, über 12 Volt. Und ist sehr handlich, schön klein. Und bei mir konnte ich dadurch schon, ich würde sagen, so 600 bis 700 Euro an Geld ungefähr einsparen, weil man eben Fehler lokalisieren kann und eben auch die Fehler dann selber beheben kann in aller Regel. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Guckt euch auch meine anderen Videos an. Liken und Teilen nicht vergessen. Kommentiert auch gerne, wenn ihr noch weitere Fragen zum Auslesen habt oder zu dem Gerät. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.